Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat als erster westlicher Staatschef seit Beginn des Krieges im Nahen Osten Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas getroffen. Der Großangriff der im Gazastreifen herrschenden Hamas auf Israel sei auch eine Katastrophe für die Palästinenser, sagte Macron in Ramallah im Westjordanland. Der Terroranschlag der Hamas am 7. Oktober war eine Tragödie für die Israelis. Er ist auch eine Katastrophe für die Palästinenser. In Gaza spielt sich eine humanitäre Katastrophe ab. Es ist aber auch eine politische Katastrophe, weil die Hamas, die eine terroristische Organisation ist, mit dem gesamten palästinensischen Volk und der palästinensischen Autonomiebehörde in einen Topf geworfen wird. Die Zukunft der Palästinenser hänge von einem eindeutigen Kampf gegen den Terrorismus ab, sagte Macron. Zugleich betonte er, dass nichts das Leiden der Zivilbevölkerung in Gaza rechtfertigen könne. Ein palästinensisches Leben sei genauso viel wert wie ein französisches und ein israelisches Leben, sagte Macron. Abbas machte Israel für die Eskalation verantwortlich. Für das, was sich gerade abspielt, ist Israel verantwortlich. Verantwortlich dafür sind auch die Länder, die die Besatzer dazu ermutigt haben, die Gewalt gegen die Palästinenser fortzusetzen, ohne Sanktionen zu verhängen und ohne jemanden dafür zur Verantwortung zu ziehen. Zuvor hatte der französische Präsident in Israel für den Aufbau einer Allianz für den Kampf gegen die Hamas geworben. Nach seinem Besuch in Ramallah reiste Macron weiter nach Jordanien.